Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und bei mir ist seit ein paar wenigen Sekunden, das war eine Punktlandung, der Dr. Stefan Söhngen. Grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Ja. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ach, bist du ins Schwitzen gekommen ein bisschen? Weil normalerweise eine halbe Stunde vorher ein bisschen akklimatisieren, aber gerade erst ins Studio rein? Nein, immer Time-to-Market-Produktion. Selbstverständlich. Du bist promovierter Politikwissenschaftler und Soziologe. Respekt erstmal dafür. Danke. Und du musst jetzt ganz dringend aufs Klo, hast du eben gesagt. Deswegen machen wir jetzt erstmal Musik für dich hier, gell? Mal kurz um die Ecke. Ja, mal kurz um die Ecke. Don't Stop Me Now, Queen, spielen wir jetzt von dir und für dich und gleich plaudern wir ein bisschen über dein Business. Schön, dass du da bist. Super, vielen Dank. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Dr. Stefan Söhngen ist hier bei mir diese Stunde. Grüß dich, Stefan. Grüß dich, hallo. Oder soll ich Herr Doktor sagen? Nee, wir machen das mal bei Stefan und auf der Du-Ebene. Wir sind ja internationale Stadt Frankfurt, da redet man sich mit Vornamen an. You can say you to me. Exactly. Was bist du, Stefan? Wie kann man dein Berufsbild denn bezeichnen? Das ist eine ganz gute Frage, weil was ich kann, ist, dass ich nicht so richtig kann, aber ich kann dafür, von allem ein bisschen was. Okay. Vor allem, ich kenne immer denjenigen, der es kann. Das ist meistens eh das Wichtigste. Man muss gar nicht alles wissen, man muss nur jemanden kennen, der das weiß oder kann. Ne? Also du bist Networker. Das ist das, was ich gut kann, ja. Mhm. Netzwerken, wobei der Begriff ist mir ein bisschen zu technisch. Okay. Deswegen habe ich jahrelang darüber nachgedacht, was ich denn tun kann, dass ich von diesem technischen Image wegkomme. Mhm. Und habe dann überlegt, was mache ich denn? Ich baue Relations auf, ich baue Beziehungen auf. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann nenne ich das doch einfach Relationing. Und Relationing, ist das eine Wortneuschöpfung oder gibt es das schon? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Das Wort gibt es irgendwo im Englischen ganz, ganz tief verborgen, aber der Begriff ist nicht wirklich üblich. Ich habe ihn für mich neu aufgegriffen, habe auch die Domain www.relationing.de dann kurzerhand registrieren können. Die war also auch frei. Mhm. Und was ich mache Relationing. Ja. Und Relationing schreibt sich in deinem Falle mit einer 3 statt dem E nach dem R. Was bedeutet das denn? Das ist, also Relationing schreibt sich nicht mit der 3. Das Unternehmen Relation, das meine ich ja, ne? Relation GmbH, das schreibt sich in der Tat mit einer 3. Und die 3 ist mein Geschäftskonzept. Ganz einfach. Ich bin immer derjenige, der 2 andere zusammenführt, 2 andere Seiten zusammenführt und mit mir sind das dann immer 3 Einheiten. Und über welche Seiten sprechen wir da? In welchen Bereichen bist du da tätig? Das geht also auch völlig querbeet, völlig interdisziplinär. Das kann die Politik und die Wirtschaft sein, das kann die öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft sein, das kann aber auch der Vertreter, das Unternehmen aus einem anderen Land sein, der hier ein bisschen angedockt werden muss. Mhm. Und dann ist es eben das internationale Unternehmen mit einer nationalen Stelle. Dann mit mir zusammen sind es dann auch 3. Und wie kommst du an deine Klienten? Wie hat sich das ergeben? Wie war dein Werdegang? Seitdem ich laufen kann, also sozusagen. Ich kenne jemanden, der für dich einen Lutscher hat. Du hast hier ein leckeres Pausenbrot, vielleicht kommen wir da zusammen. So in etwa, nicht ganz, aber seitdem ich kleiner Junge bin, bin ich immer auf Flohmärkten unterwegs gewesen und habe immer da den Kontakt mit den Menschen sehr geschätzt. Und als ich dann ein bisschen größer wurde und schon an der Universität war, also mit Anfang 20, habe ich immer gedacht, naja, die Verbindungen zwischen zum Beispiel den Institutionen des Finanzplatzes und der Universität, die sind gar nicht so optimal, wie sie eigentlich sein könnten. Also habe ich damals Anfang der Nullerjahre ein Dialogforum Universität und Finanzplatz Frankfurt gegründet, also Dialog aufgebaut und das hat sich bis heute, ich verrate es jetzt gleich, ich bin 43, hat sich bis heute so weitergezogen. Also ich baue immer Dialog und Verbindungen auf, das ist meine Leidenschaft. Ich kenne mich damit null aus mit deinem Business. Na klar, kenne ich diese Stories mit Vitamin B und so weiter. Du bist 43 gerade erwähnt. Ist das nicht relativ jung auch so für das alles, was du schon machst? Oder ist das so üblich? Mal doof gefragt. Naja, viele sagen, sie bauen dann eine Plattform, wo sie mit ihren Kontakten, ihren Beziehungen Geschäft machen können, bauen das erst so in der letzten Lebensphase ihres beruflichen Schaffens auf. So dachte ich mir das eben auch, ja. Genau. Und, aber du bist ja noch in der ersten Phase deines Berufs. Naja, vielleicht in der zweiten. Also das können wir mal nochmal separat diskutieren. Nein, das ist nicht so. Also es ist natürlich für einen Anfang 40-Jährigen einfacher als für einen Mitte 20-Jährigen. Hm. Aber auch der Mitte 20-Jährige kann Plattformen aufbauen und kann über Plattformen Kontakte anbahnen, Verbindungen aufbauen und darüber auch ein Geschäft machen.
gerade in Zeiten, wo man virtuelle Kanäle mit einbeziehen kann, ist das heute auf jeden Fall möglich. Sehr spannendes Thema. Dr. Stefan Söhngen aus Frankfurt-Rödelheim. Da sitzt, ist ein Sitz, stimmt das? Fuchstanzstraße, habe ich gelesen? Das ist richtig, ja. Da, wo die Mülltonnen brennen sozusagen. Da, wo die Mülltonnen brennen, da kommt er her. Mein heutiger Gast hier bei Chef on Air, hier bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Der Herr Doktor ist da, der Dr. Stefan Söhngen aus Rödelheim. Kommst du eigentlich auch daher? Aus Nein. Rödelheim? Wo kommst du her? Ursprünglich südlich von Darmstadt in Bickenbach an der Bergstraße bin ich aufgewachsen. Auch eine schöne Gegend, oder? Ja. Bergstraße. Sehr schön. Und Rödelheim, was gefällt dir da? Rödelheim, wo die Mülltonnen brennen. Wo die Mülltonnen brennen sozusagen, haben wir ein bisschen gesagt. Ja. Nein, das ist ein Upcoming-Stadtteil und dieses Upcoming hat auch schon in den letzten 10 Jahren stattgefunden. Wahnsinnig viel Entwicklung auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele, viele historische Substanz. Goethe war regelmäßig in Rödelheim zu Gast. Moses Pelham war regelmäßig zu Gast, in der Tat. Und es galt früher als die Perle an der Nidder vor den Toren der Stadt. Oh, jetzt ja. nicht mehr? Nein, doch, jetzt schon noch, das muss man so ein bisschen erkennen. Ja, ja, aber schöne Parks und sehr zentral. Ich bin da sehr gerne. Moses Pelham, Rödelheim-Hartrhein-Projekt. Gegenüber von dir haben die ihr Studio gehabt, das eben ganz kurz erzählt. Ne? Das ist so. Und du bist auch Radio Frankfurt-Fan, hast du eben... Auch das ist so. Also ich habe das gerade gesagt, ja. Dort, wo ich mein Will ich noch mal hören, wo ich Radio Frankfurt eingespeichert habe, ja. ist auf der Null bei mir an der Tastatur im Auto und das steht eigentlich immer auf der Null, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da gute Musik läuft, die mir gut gefällt, die ist sehr, sehr hoch. Hervorragend, das zu hören, Stefan. Ja. Schön, dass du hier bist. Ja, gerne. Danke. Reden wir über dein Business, Relationing. Ist dein Business, hast du eben gesagt, eine Wortneukreation gibt es zwar schon, aber du hast es für dich gefunden, Relationing. Und aber es sind 3 Säulen, auf denen dein Business fußt. Relationing GmbH, Newcomers Network und die Montagsgesellschaft. Was ist das denn? Heute haben wir ja Montag. Findet die heute wieder statt? In der Tat. Hat das tatsächlich mit dem Wochentag auch zu tun, ja? Zufälligerweise findet die heute auch statt. Das hat was mit dem Montag zu tun. Eigentlich ist es die Mittwochsgesellschaft, okay. die ich zusammen mit meinem damaligen Partner Dr. Stefan Knoll, der heute Ehrenvorsitzender der Montagsgesellschaft ist, haben wir die Montagsgesellschaft vor 15 Jahren gegründet. Keinen großen Anspruch. Wir wollten einfach über Inhalte reden und haben... Es gab eine Mittwochsgesellschaft bis 1944 in Berlin und wir haben gesagt, wir gründen eine neue Mittwochsgesellschaft, wo wir einfach einmal im Monat Leute aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft einladen und mit ihnen einen engagierten Bürgerdialog führen. Dann haben wir das gegründet und dann haben wir gemerkt, dass wir mittwochs keine Zeit haben. So war das. Und dann haben wir geschaut, wann haben wir Zeit? Wir haben Montagszeit und Montag ist auch ein ganz guter Tag, weil Montagabend haben viele Leute noch nichts im Kalender und haben dann seit 15 Jahren einmal im Monat einen engagierten Bürgerdialog geführt über die Montagsgesellschaft. Wir hatten schon Frau Merkel da, wir hatten schon Herrn Gauck da, Herrn Bouffier, Christian Lindner, Auschwitz-Überlebende, Peter Fischer, Axel Hellmann, also you name it, wir haben viele Botschafter, wir haben Zeitzeugen, ganz querbeet. Und die sind dann immer bei dir dann live vor Ort oder werden die immer zugeschaltet? Zurzeit ja sowieso wahrscheinlich, aber früher? Beides nein. Okay. Also sie sind in der Tat immer live vor Ort, also wir führen immer live vor Ort einen engagierten Bürgerdialog und zurzeit und auch im letzten halben Jahr, ich habe im letzten halben Jahr knapp 30 Veranstaltungen gemacht. Wir sind als Montagsgesellschaft sehr schnell umgeschaltet und sind jetzt im Grunde so eine Art Fernsehstudio. Ich habe also die Referentinnen und Referenten auch live vor Ort. Und wir reden mit ihnen vor Ort. Über ein Kamerateam wird das gelivestreamt. Und über den Livestream der Montagsgesellschaft kann jeder daran teilnehmen, so ein bisschen wie bei Hard Aber Fair. Okay. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch live Fragen stellen. Wir nehmen es dann auf. Oder so, ja. Genau, und dann nehme ich die Fragen auf. Und auch so haben wir die Möglichkeit des Dialoges. Wann? Heute? Und wo finde ich das dann? Und wer ist Gast? Und was ist Thema? Also vielen Dank für die Möglichkeit des kleinen Werbeblocks. Heute, natürlich, dafür sind wir doch da. Auch. Heute Abend 19.30 Uhr alle Informationen und Verlinkungen zu dem Live-Chat der Montagsgesellschaft einfach über montagsgesellschaft.de. Heute Abend reden wir über
über Währung. Heute Abend reden wir über die über den Schritt von der D-Mark zum Euro und zu der Frage, inwieweit Währung identitätsstiftend ist. Es gab ja jetzt gerade viele Jubiläen zur Einführung des Euros und zur deutschen Einheit. Heute Abend haben wir den ehemaligen Bundesbankpräsidenten Ernst Weltigke, der damals Bundesbankpräsident war, zu Gast, haben den Geschäftsführer der DV Eurofinance Group, den Andreas Scholz, zu Gast und noch zwei, drei andere. Mit denen reden wir heute Abend über die Bedeutung der D-Mark hin zum Euro. Wunderbar. Dr. Stefan Söhngen ist hier bei mir, hat auch ein Buch geschrieben. Erfolg durch Relationing, wie Sie Beziehungen aufbauen, pflegen und für Ihr Business nutzen. Darüber sprechen wir heute Mittag auch noch in dieser Stunde. Chef von Air, und du hast auch klasse Musik mitgebracht. Eben schon von dir gehört Queen, Don't Stop Me Now. Mein Motto. Ist dein Motto. Und jetzt Elton John, sorry seems to be the hardest word. Also sich zu entschuldigen, ist manchmal richtig, richtig schwierig. Auch eine Art Motto von dir oder einfach nur ein schönes Lied? Nein, auch definitiv eine Art Motto von mir. Es ist manchmal wertvoll, wenn man auch demütig ist und einmal einen Schritt zurücktritt und einfach mal sagt, sorry, war mein Fehler, ich bin hier gescheitert. Lass uns bitte nach vorne schauen. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Dr. Stefan Söhngen ist hier bei mir. Grüß dich, schön, dass du da bist, Stefan. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Du hast auch tolle Musik mitgebracht und du warst auch schon ganz schön viel auf Konzerten, hast du mir eben so gesteckt. Also du warst 7-mal bei Udo Jürgens und 8-mal bei Elton John. Ja, das waren unter anderem, also wenn Musiker, du wohin gehst, dann gleich mehrmals. Ja. In der Tat, also wenn ich mich zu etwas bekenne, dann aber richtig. Was gibt dir Musik? Musik gibt mir durchaus Energie, Motivation, obwohl ich selbst schon sehr, sehr stark motiviert bin, aber auch die Musikauswahl, die ich hier mitgebracht habe, das sind wirklich Lieder, die ich hunderte, vielleicht tausende Male gehört habe, die wirklich ein bisschen Dampf reinbringen. Jetzt hören wir was weiteres von Queen, Action This Day. Ich gebe zu, Queen, super Nummer, super Band natürlich, aber den Song kenne ich gar nicht. Also ist auf dem Hot Space Album und war, glaube ich, auch gar kein großer Hit, aber ist ein cooles Lied, weil es ziemlich innovativ damals war, technisch produziert und einfach dieses Action als Motivation gut rüberbringt. Hören wir jetzt für den Dr. Stefan Söhngen, mein Gast hier bei Chef on Air diese Stunde. Ich bin Marcel Ehmann, hier kommen Queen, Action This Day. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Bei mir ein Mann, der ist unter anderem Vorsitzender der Montagsgesellschaft. Er betreibt Netzwerkplattformen wie Newcomers Network und ist geschäftsführender Gesellschafter der Relation GmbH und dabei erst 43, gell? Hast du eben gesagt, oder? 43 bin ich geworden, ja. Der Dr. Stefan Söhngen aus der Fuchstanzstraße. Schönes Wort, finde ich. Fuchstanzstraße in Rödelheim. Du hast ein Buch geschrieben, da erklärt sich, glaube ich, im Titel so ein bisschen für den, der gerade gesagt hat, was macht der alles, so ein bisschen, was du machst. Das Buch hat den Titel Erfolg durch Relationing, wie Sie Beziehungen aufbauen, pflegen und für Ihr Business nutzen. Seit wann gibt es das Buch? Das gibt es seit dem 23. September, ist also zur Buchmesse in diesem Jahr rausgekommen. Ah, ganz frisch. Ganz frisch sozusagen. Was lerne ich da drin? Naja, also wie sie Beziehungen aufbauen, pflegen und für ihr Business nutzen. Man lernt darin in der Tat, wie man selbst Beziehungs- und Netzwerkarbeit macht. Ich mache das ja schon seit jeher, seitdem ich geboren bin sozusagen, liegt in meiner DNA und mir sagen immer alle, naja, du bist halt so ein Netzwerker. Ich selbst kann das ja nicht so, ich kann nicht so auf Menschen zugehen und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht so. Man kann das lernen und wenn man diszipliniert und fleißig daran arbeitet, kann das jeder von uns selbst machen. Und du unterstützt dabei natürlich. Ich unterstütze dabei selbstverständlich. Entweder man kann es dann selber lernen durch dein Buch oder wenn man es halt nicht so ganz gut kann, bist du dann... Dann helfe ich ein bisschen, richtig. In Persona da. Da helfe ich ein bisschen, ja. Mhm. Aber nochmal, es hat nichts damit zu tun. Natürlich kann es der eine ein bisschen einfacher als der andere, weil der eine ein bisschen besser auf Menschen zugehen kann als der andere. Aber diese ganze Relationing-Arbeit hat viel mit Fleiß, Disziplin, Wiedervorlagen, Weihnachtsgeschenken, Weihnachtskärtchen und so weiter zu tun. Und das ist etwas, was Fleißarbeit ist. Und das kann jeder von uns. Du unterscheidest auch zwischen Beziehungen und Kontakten. In der Tat. Was ist da der Unterschied? Also wenn ist das sowas wie bei im Privaten so? Freund oder Bekannter? Das ist ja auch immer so ein Ding. Der ist mein Bekannter. Ist das sowas in der Art? Oder? Also könnte man vielleicht auch in diese Richtung hin interpretieren. Was ich sage ist, wenn ich einen Kontakt habe,
habe ich erstmal nicht so viel. Habe ich eine Visitenkarte oder habe einen LinkedIn-Kontakt. Ja, mhm. Das ist nice to have. Wenn ich dann viel Energie und Zeit in diesen Kontakt investiere, indem ich zum Beispiel auf eine Veranstaltung zusammengehe, indem ich zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht zum Fußball zusammengehe, indem ich Zeit miteinander verbringe, dann entsteht Vertrauen. Wenn ich dieses Vertrauen mit dem reinen Rohkontakt kombiniere, dann wird das eine Beziehung. Und dieser Prozess heißt Relationing. Also das Fundament einer gescheiten Beziehung ist Vertrauen. In der Tat. Und nicht nur Vertrauen, sondern mit Sicherheit auch, dass die Beziehung nicht einseitig ist, oder? Es ist immer ein Geben und ein Nehmen und du darfst niemals fragen bei dieser Relationing-Arbeit, wofür tue ich das jetzt gerade? Du darfst also nicht immer den Return of Invest direkt vor Augen haben, sondern erstmal sozusagen, ne? Richtig, sondern erstmal machen. Erstmal machen und dabei auch viel geben. Es kommt dann schon zurück. Geben ist nehmen, heißt es ja so, so schön. Ne? Du hast es eben schon kurz angesprochen, finde ich ganz spannend. Als kleiner Steppke hast du diese Fähigkeit, Netzwerke zu generieren, auf Flohmärkten schon erkannt. Warst du so oft auf Flohmärkten? Wie kam es dazu? Ja, ich war da von Anfang, war da schon in der Grundschule, bin ich immer auf Flohmärkte gegangen. Nein, das Tolle an Flohmärkten ist, dass man da ein hohes Maß an Interdisziplinarität hat. Also man hat Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit denen man interagiert. Und das ist auch bei dem Relationing so wertvoll, dass man eben nicht nur in seinem eigenen Sud kocht, sondern dass man über die Grenzen der Politik, der Wirtschaft, der Verwaltung hinaus interagiert mit den Leuten, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammen ist. Und wo, wenn nicht in Frankfurt, wo wir so viele verschiedene Hintergründe haben, sei es internationale Hintergründe, sei es aber auch verschiedene Themen. Wir haben ja in Frankfurt diesen wunderbaren Flohmarkt am Main. Gut, jetzt dieses Jahr nicht so oft stattfinden, ganz klar. Bist du manchmal an dem am Main hier in Frankfurt, Flohmarkt? Ja, weil wir weiß. Also gehst du noch auf Flohmärkte? Will ich ja, selbstverständlich. Ja, meine Töchter müssen ja auch auf die Spur gebracht werden. Ja, die nehme ich immer mit. Ja, und bringst du denen bei, hier geh mal hin und handel mal mit dem was aus? Oder wie läuft das ab? Nee, ich mache das immer ein bisschen vor. Die sind noch ein bisschen klein, aber die lernen das ganz gut. Ja. Wie alt sind sie denn? Naja, die sind ganz unterschiedlich von drei, jetzt knapp 8 und knapp 12. Oh, das ist ja, hast du viel zu tun. Ne? Und natürlich nur Mädchen, weil die Zukunft ist weiblich. Das stimme ich dir zu. Sehr gut. Hast du also 3 Mädchen in die Welt gesetzt und alles richtig gemacht? Ja, ganz zufrieden damit, ja. Wolltest du noch was sagen? Nein, ja, im Moment, nee, zu dem Punkt nicht. Wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Wunschmusik von dir für dich. Bevor wir nochmal kurz auf das Thema die Plattform Newcomers Network kommen, da wollen wir nochmal kurz drüber reden, aber jetzt zwischendurch ein bisschen Musik. Michael Jackson, Man in the Mirror, mit Sicherheit auch ein Titel, den du nicht ohne Grund ausgesucht hast, ne? Definitiv. Worum geht's? Man muss manchmal in den Spiegel schauen, um sein eigenes Gesicht zu sehen und das auch rechtfertigen zu können, was man tut. Also man sollte anständig bleiben. Und Veränderung bewegt man in erster Linie bei sich selbst. Ne? So I'm starting it. With the man in the mirror. Michael Jackson hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Dr. Stefan Söhngen ist bei mir, promovierter Politikwissenschaftler und Soziologe mit Sitz in Rödelheim in der Fuchstanzstraße. Wie kommt es, dass du immer so gut drauf bist? Also du hast eben erzählt, dass ein Mitarbeiter mit 27 Jährchen dich gefragt hat, Stefan, woher nimmst du die Energie? Ganz einfach und das ist auch ein etwas, was ich jedem sagen kann. Sich einfach selbstständig machen, eigenes Unternehmen gründen, eine eigene Idee haben, ein eigenes Thema haben und man kann morgens, braucht man keinen Wecker mehr, sondern springt einfach aus dem Bett. Wann springst du aus dem Bett morgens? Ja, spätestens um 5. Ernsthaft? Spätestens? In der Regel schon, ja. Ach du lieber Himmel, und wann gehst du ins Bett? Um 8. Keine Ahnung, so um 11 oder okay, so. Okay, alles klar. Wunderbar. Und Thema natürlich, nicht nur Selbstständigkeit, sondern vor allem Eigenverantwortung ist, glaube ich, bei dir was ganz Wichtiges. Ich habe hier das Zitat gelesen am Anfang deiner Dissertation von Ludwig Erhard. Ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko des Lebens selbst tragen. Ich will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Sorge du, Staat, dafür, dass ich dazu in der Lage bin. Für dich Motto, oder? Ganz wichtig. Also nicht immer nach den anderen fragen und nicht immer sagen, es könnte, es sollte, es müsste, sondern einfach machen. Selbst machen und selbst voranschreiten. Und du bist jemand, der Netzwerker magst du nicht so, deswegen Relationing hast du dein Business genannt und heißt auch Newcomer hier, also zugezogene, neugeplackte hier in Frankfurt willkommen und bietest denen eine Plattform, ne?
Ganz wichtiger Punkt, Newcomers Network ist eine Initiative, die ich übernommen habe, die vor 20 Jahren hier in Frankfurt gegründet wurde, damals auf Initiative von der ehemaligen Oberbürgermeisterin Frau Roth, die gesagt hat, wir müssen neu nach Frankfurt kommende internationale Fach- und Führungskräfte und ihre Familien hier willkommen heißen. Ich stelle den Römer zur Verfügung. Wir machen hier einmal im Jahr ein großes Festival. Mhm. Und daraus ist entstanden das Newcomers Network zwischen Stadt Frankfurt, Land Hessen und eben dem privaten Betreiber. Und das habe ich vor knapp 2 Jahren übernommen und betreibe es parallel zu meinen anderen Aktivitäten. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Montagsgesellschaft, können wir gerade nochmal kurz Werbung für machen, findet heute nämlich statt, einmal im Monat. Heute an diesem Montag, sagen wir mal genau wann und wo? Heute Abend um 19.30 Uhr per Livestream übertragen. Wir reden über die Bedeutung von Währung. Wir haben unter anderem den ehemaligen Bundesbankpräsidenten Ernst Welticke zu Gast, der damals aktiv war, als der Euro eingeführt wurde. 19.30 Uhr. Über www.montagsgesellschaft.de kommt man zu dem Livestream und kann dort wie im Fernsehstudio einfach an der Veranstaltung teilnehmen. Wo wir schon mal im Internet sind, wo erfahre ich mehr über dich und dein Business? Über die Website relationing.de. Mhm. Das ist das Portal, über das ich jetzt auch mein aktuelles Buch publiziere. Mhm. Oder einfach meinen Namen auf Google eingeben und da gibt es ganz, ganz viele Portale, über die ich erreichbar bin. Das Buch erwähnt man natürlich nochmal den Titel Erfolg durch Relationing, wie Sie Beziehungen aufbauen, pflegen und für Ihr Business nutzen. Stefan, wir haben schon 4:01, die Stunde ist schon rum. Ging wieder mal sehr, sehr schnell. Danke, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht, ich sage danke. Und wir haben ganz viel gelernt und tolle Musik gehört und jetzt haben wir noch einen, auf den freue ich mich ganz besonders. Du bist auch ganz schön Musikfan, du hast mir erzählt, du warst bei Truckstop-Konzerten, 8-mal Elton John, 7-mal Udo Jürgens. Ganz schöne Mischung, muss ich sagen. Bei Michael Jackson warst du auch schon. Und bei denen, die jetzt kommen, mit Sicherheit auch, oder? In der Tat. Also interdisziplinär und international, aber auch auf das Regionale achten. Deswegen der jetzige Titel. Die Rottgau Monotons, die Hesse komme. Hier bei Chef und Er. Erbarme zu spät. Die Hesse komme, gell? So ist es richtig.